Zuckerschnuten. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich begrüße euch heute zu einem neuen Bild, nämlich von Karat Art. Diesmal gibt es nur ein neues Bild und ich darf euch das vorstellen. Ich darf euch ein Bild vorstellen mit Sparkle Dust Steinen. Die Kollektion heißt Sparkle Dust Special. Wir hatten schon mal so ein Sparkle Dust Special und jetzt ist das zweite und ich bin ganz gespannt, wie das Bild aussehen wird mit den ganzen Sparkle Dust Steinen. Ihr seht, der Karton ist nicht riesig, das heißt, das Bild ist auch nicht so groß und das ist natürlich gerade das, was mich total erfreut. Wir haben wieder den ganz normalen Karton mit der Let the Pleasure Begin. Piece by Piece, Just You and Your Masterpiece von Karat Art. Ihr wisst, ich liebe diesen Shop. Ich liebe die Bilder und freue mich, dass ich auch dieses Bild vorstellen darf. Ihr könnt wieder 10% sparen und zwar mit Melli 10. Es steht wieder oben in der Ecke, wie immer. Und denkt daran. 18 Uhr spätestens werden die Bilder online sein. Aber ich, die Bilder, das Bild, bitte schaut schon 17.30 Uhr hinein in den Shop, falls ihr das Bild gern haben möchtet. Wir haben den Karton mit dem Inhalt und wie denn überhaupt Diamond Painting funktioniert. Und ich stelle euch heute ein Bild vor mit Sparkle Dust Stein vom von Karat Art. Der Künstler ist Karat Art Design und der Titel heißt Dreamcatcher, der Traumfänger. Und ich mag Traumfänger sehr. Und ihr seht, die Größe ist total toll. 29 x 45. Eine tolle Größe. Und ich bin total gespannt. Und zwar bin ich vor allen Dingen gespannt, wie viele Farben der denn hat. 18. So, jetzt haben wir es schön eingepackt und hier sehen wir nochmal das Bild. Dreamcatcher von Karat Art Design mit der Nummer des Bildes mit eckigen Steinen 29 x 45 cm. Die Website Karat Art Happy 10 könnt ihr 10% sparen oder ihr tut mir was Gutes und nehmt Melli 10, damit könnt ihr ebenfalls 10% sparen und ich bekomme eine kleine Provision. Da freue ich mich natürlich sehr darüber. Ihr seht, es ist 29 cm und es passt perfekt in meine Kamera. Wenn ich den Hintergrund schon wieder sehe, dieses Lila. Wow, Wahnsinn. Tolle Farben. Tolle Farben. Und ihr seht, genau. Das ist natürlich nicht umsonst ein Sparkle Dust Special. Das bedeutet, das komplette Bild besteht aus Sparkle Dust Steinen. Wie schon gesagt, das ist das zweite Bild bei Karat Art mit Sparkle Dust Steinen. So, wir haben einmal das Wachsdüschen mit dreimal blauen Wachs, blauen Herzwachs. Wir haben einmal Washi Tape. Das finde ich sehr schön. Mal was Dunkles, ne? Das Dunkle habe ich nämlich noch nicht so oft. So, ist eingepackt in Folie, Karton und Folie. Der Karton war diesmal nicht in Folie eingepackt bei mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist oder ob das nur bei mir so war. Aber ich glaube, die haben das weggelassen jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, weil das Bild ist ja auch nochmal in Folie eingepackt. Die Steine. Kompletter Haufen mit 18 verschiedenen Sparkle Dust Steinen. Und ich bin total gespannt, wie das Bild rauskommt. Ich bin echt total gespannt. Wir haben wieder den Sticker Sheet. Viele freie Sticker, die ich wieder aufheben werde, um meine anderen Döschen dann später wieder zu beschriften. Oder je nachdem, wo ich es abkitte, werde ich auf jeden Fall hier mehrere Döschen brauchen. Und dann nehme ich mir einfach wieder so einen Sticker extra und beschrifte den. Also ihr seht wirklich, wir haben 17 Sparkle Dust Steine und die 939 ist in einem ganz normalen Ton. Das heißt, es ist ein absolutes Sparkle Dust Special. Ihr könnt das alles
was hier drauf ist, natürlich auch ausschneiden und könnt das gerne in euer Journal kleben. Genau. Und ich glaube, ich habe euch das schon mal gesagt, ne? Das ist ja Karat Art, ne? Und dann kommen immer so Abkürzungen von den Künstlern. Na, hier ist ja Karat Art Design, CAD. Dann ist es die Square Stones, ne? Und das siebte Bild von Karat Art Design. Und ich habe, soweit ich das weiß, habe ich ja der Fuchs und ich glaube die Weihnachtskatze, diese kleinen Bildchen, die waren auch von Karat Art Design. Genau. So, Steinchen. Wieder wie gewohnt in Zipptüten. Ihr habt hier die Karat Art Bestellnummer, also die Karat Bildnummer. Und ihr habt ebenfalls auf den Tüten da habt ihr zwar nicht die Bildnummer stehen, aber ihr habt die laufende Nummer, die DMC-Nummer und die Anzahl, die Grammanzahl der Steine. Wir haben jetzt hier 28,9 Gramm 939 und das ist eine dunkle Farbe, wo es oft Probleme gibt, ne, wie 310, aber bei Karat Art nicht. Also das kann ich euch sagen, ich hatte bisher noch keine Probleme mit der 939. Die waren alle schön gleichmäßig, richtig schöne Steine. Und die lassen sich einfach perfekt legen. Ne? Auch immer mit Pinzette, mit mehreren Farben, mit einmal. Einfach wunderbar. So, dann haben wir hier die 208. Ich hoffe, ich kann euch das ein bisschen einfangen, was das Bubble Dust angeht. Hier sieht man es ein bisschen. Dann haben wir zwei volle Tüten. Wunderschön. Die 209 haben wir 36,7 Gramm, also mehr wie die 939. Hier wird es schon schwieriger. Die Farbe ist nämlich noch heller, aber ich glaube, hier sieht man es so ein bisschen. Ne? Also, wie gesagt, ich bin mit den Farben noch nicht wirklich 211 noch nicht richtig mit den Sparkle Dust Steinen, noch nicht richtig habe ich mich noch nicht angefreundet. Deshalb bin ich total gespannt, wie das Bild rauskommt. Das war die 304. Die 318, das ist so ein, das ist grau, ja, aber das leuchtet, das glitzert, nicht, das leuchtet so ein bisschen ins Hellblau. Finde ich voll cool. Ja, mal noch die 554. Oh, das ist auch eine schöne Farbe. Das ist eine seltene Farbe, oder? 554? Die sieht ja toll aus. Dann haben wir die 602, auch eine absolute Lieblingsfarbe von mir. Tolles Pink. Die 605, ein zartes Rosa. Dann haben wir die 798, ein wunderschönes Blau. Und denkt dran, das sind Harzsteine bei Karat Art. Seht ihr, wie gleichmäßig die sind? Das ist der absolute Wahnsinn. Das heißt, habt immer trockene Tücher nebenbei, wenn ihr abkittet. Aber bei dem könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich das nicht so lange liegen lasse. Ich kann euch schon mal sagen, dass es für nächstes Jahr was ganz Tolles gibt. Karat Art sich was ganz Tolles überlegt hat, aber dazu gibt es später mehr. Nicht in diesem Video. Aber ihr könnt ganz gespannt sein. Nur mal so aus reiner Neugierde, ne, damit ihr alle schön neugierig bleibt. Hier sieht man es, ne? Der Stein ist dunkel und dann hat er aber so einen Hauch drauf. Das sieht man hier total, ne? Bei den helleren Steinen sieht man das nämlich nicht so dolle. Ne? Seht ihr das? Hier funkelt es auch schön. Hier, absoluten Goldschimmer drauf. Ne? Das ist doch wunderschön. Ne? Wenn man das so sieht, ist das doch toll. So, und umso heller die sind, jetzt haben wir hier die 38,65. Das sieht man es kaum noch. Ne? Aber das ist mir völlig Boogie egal. Ich bin auf das Bild total gespannt. Mir hat das Bild auch gleich zugesagt, ohne dass ich das wirklich vernommen hatte, dass das ein Sparkle Dust Special ist. Ich liebe einfach Traumfänger. So, nur mal schnell die Steine alle hier rein. Die Karat Art Bilder, die bewahre ich auch so auf, wie sie sind im Karton. Ne? Also das geht alles wieder schön rein in den Karton. So, und jetzt kommt das Bild. Ta-da-ta-ta. Ein wunderschönes Bild, oder? Ein wunderschönes Bild. Auch ist das toll.
das nicht schön? Ich liebe es jetzt schon. Das ist so schön. Und vor allen Dingen wisst ihr, was hier total toll ist? Ich kann wieder nach meinem Stil painten. Ich painte erst außenrum. Dann jede Feder einzeln. Und dann Farbe für Farbe den Kreis. Und dann würde ich sagen, das Blau hier innen. Und dann das Türkis und dann immer so weiter. Dann wieder die Kreise und dann wieder... Oh, das ist, gefällt mir. Ach ja, das ist ja wieder ein schönes Bild. Liebe Mila, ein wunderschönes Bild. Die Farben sind top. Die sind nicht zu knallig. Die sind irgendwie passend. Und diese Mischung hier, ja, aus diesem Türkis Petrol und aus diesem Pink. Oh, absolut fantastisch. Das ist so absolut meins. Hier in der Mitte noch die 304, dieses schöne Rot, finde ich auch total passend. Also seht, es ist wieder ein wunderschönes Bild, oder? Heute kann ich euch nichts zu anderen Bildern sagen, weil das Bild ist, was heute online kommt. Schlag zu, es ist kein Riesenbild, das heißt, das dauert auch nicht zu lange, auch wenn es eckige Steine sind. Ich habe mich sofort verliebt und ich finde es wunderschön. Das andere Spargel, das Special Bild, finde ich auch total schön. Ist auf meiner Wunschliste. Mal schauen. aber ja. Jetzt habe ich erstmal das. Und da freue ich mich total drauf. Liebe Mila, ich danke, dass ich das Bild vorstellen durfte. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr zuschlagt und bestellt mit meinem Code Melli10. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bleibt gespannt, was es nächstes Jahr bei Karat Art denn Neues gibt. Gibt es denn was Neues? Ich glaube nicht, aber es gibt irgendetwas total Spannendes. Seid gespannt. Ich freue mich, wenn ich euch berichten darf. Ja, ihr Lieben, bleibt gespannt. Schnappt euch euren Laptop, euer Handy, euer Tablet, was auch immer, und bestellt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Bestellen, ganz viel Spaß beim Auspacken und natürlich noch mehr Spaß beim Painten. Bleibt gesund und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellis Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.